Wieso, was ist denn da oben? Die Quest. Ach so. Ah, hier. Ah. Ja. Parkour. Hä? What now? Hä? Oh. Das war echt Slapstick von Pipes. Ali, hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Chernobylite. Folge Nummer 36. Ja? Weiß ich nicht. Weißt du was? Ich kann gucken, warte. Du machst einfach die Anmod weiter, als wenn ja, irgendwas passiert. 36. Und Matze guckt, ich bin bei 36. Und wir haben hier schon das zweite Mal aufgenommen. Ihr seht, wir sind nicht wieder an der gleichen Stelle. Wir sind schon weitergereist. Es ist der Tag angebrochen. Wir können eine neue Mission starten. Das liegt daran, dass ich vergessen habe, bei OBS den Aufnahmeknopf zu drücken. Das heißt, wir haben ein bisschen was offscreen gemacht. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe eigentlich nur mein Inventar ein bisschen ausgeleert. Einiges an Gewehrmunition hergestellt und hier nochmal ein bisschen aufgefüllt von den Anti-Chernobylit-Brennern und den Dietrichen und Medizin hergestellt. Genau, mehr also habe ich eigentlich nicht gemacht. Ihr seht jetzt quasi nur den spannenden Teil von Folge 35. Genau. Folge 35 wusste ich von Anfang an. Ja. Und wir suchen uns mal eine. Oh, ein überraschendes Gespräch. Конечно, говори. Это насчет моей мамы. Точнее, насчет того, что она нашла. Я не рассказывала тебе об этом раньше. Не знала, могу ли я тебе доверять. Мне кажется, я знаю, почему они забрали мою маму. Она была опасна для Нар. Это не было случайностью. Она кое-что видела, даже сфотографировала. Когда Нар только появились здесь, они притворялись друзьями. Предложили бесплатный медосмотр нескольким самоселам, даже обещали лечение для моей мамы. Конечно, это была уловка. Маму пригласили в лабораторию, и там она увидела кое-что, не предназначенное для ее глаз. Sie hat in ihrem eigenen Labor was gesehen, was sie nicht hätte sehen sollen? Ich dachte, die wurde in das Labor der NAA eingeladen. Ach so, das meinen sie mit ihren... Ja, okay. Also vermute ich jetzt, aber allein auch das ist wieder ein bisschen weird. Ich meine, sie wurde in ein Labor eingeladen. Ja, vielleicht. Und war sie einfach zu neugierig. Und hat in den Raum gelunzt, der nichts für ihre Augen war. Und hat dann auch noch mit ihrem Smartphone ein Selfie gemacht oder so. Ist auf jeden Fall spannend. Das ist ja das Nächste. Ich weiß ja nicht, wann das passiert ist, aber es muss ja eigentlich ein bisschen später passiert sein, oder nicht? Ich weiß nicht. Oder sie hatte, glaube ich, mal erzählt, wann ihre Mutter verschwunden ist. Aber es ist schon ein bisschen länger her, auf jeden Fall. Vielleicht so frühe 2000er hätte ich jetzt vielleicht geschätzt. Also sie war ja, glaube ich, noch relativ jung, unsere Olga. Ich meine, sie ist jetzt immer noch jung, aber sie war damals natürlich jünger. Auf jeden Fall finde ich es sehr gut, dass sie uns jetzt zumindest so weit vertraut, dass sie uns derartige Geschichten erzählt. Das heißt, wir haben ein gewisses Eis zwischen uns ist gebrochen, wie mir scheint. Finde ich gut. Gut, dann fragen wir mal nach dem Labor. Она была в их лаборатории? Надо было сказать мне раньше. Ты знаешь, что именно она видела? Они проводили эксперименты с чернобылитом на людях. Только на добровольцах, разумеется. А вскоре после этого люди начали пропадать. Мама тоже пропала. А та фотография до сих пор у тебя? Нет, мама всегда носила ее при себе. Schade. Wobei, ich meine, wir wissen es ja eigentlich auch schon mehr oder weniger. Entschuldigung. Нет, но я не представляю, зачем ей врать о таких вещах. Она хотела для самоселов только добра. Мама была готова пожертвовать всем ради других. Она так мечтала помочь тем, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. Она поплатилась жизнью за свое доброе сердце. И теперь мне нужно выяснить, что произошло, и добиться справедливости. Я понимаю тебя, правда. Похоже, она была потрясающей женщиной. Как я могу помочь? Я знаю, что многого прошу, но я хочу узнать, что именно мама увидела в лаборатории на площади Ленина. Тебе нужно туда попасть. Там наверняка найдется какой-то компромат на Нар, и это может помочь тебе в поисках Татьяны. Если она внутри зоны, то наверняка как-то со всем этим связано.
Будет непросто, но я попытаюсь. Окей. Игорь, есть минутка? Слышал, ты разговаривал с нашей волчицей. Я не хочу, чтобы ты шел на площадь Ленина. Не думаю, что ты готов. Кто знает, с чем ты там столкнешься. А мне кажется, я доказал, что могу о себе позаботиться. Ты умеешь использовать энергию Чернобылита. Это впечатляет. Но что, если они научатся блокировать ее? Das ist so ein Schwarzmaler. Jedes Mal, wenn wir irgendeinen Auftrag kriegen, der uns Informationen bringen könnte, kommt Olivier und sagt, also Igor, weiß ja nicht, ob du das kannst und bist du dir ganz sicher? Also ich halte es ja für eine schlechte Idee. Du bist so eine Weichflöte, Olivier. Also ganz ehrlich, Olivier ist jetzt unter Olga gefallen. Oder? Sehe ich ähnlich. Lass mich doch machen, was ich will. Es ist doch so. Meine Sache hier, was ich mache. Und wenn ich am Leninplatz sterbe, bin ich halt tot. Echt mal. Мне приходилось рисковать с самого начала. По-другому тут никак. Восхищаюсь твоим упорством. Но я уже встречал парней вроде тебя. Они не останавливаются, пока не умрут. Ja, dann ist es so. Ja, eben. Unsere Entscheidung. Warte mal, falsch. Richtig. Aber das andere können wir. Also, Quest auswählen nicht, aber schießen, das können wir. So. Ich würde sagen, wir machen mal das hier, weil dann können wir vielleicht wirklich endlich mal Tarakan bekommen. Gute Idee, ja. So, roter Wald erforschen. Munitionsabwurf brauchen wir jetzt nicht. Essensversteck. Was passiert denn beim Forschen? Keiner von denen. Olivier hat wegen 60%, will ich jetzt rausfinden. Und außerdem, wenn er stirbt, ist es halt so. So, na gut, Olga muss halt den Munitionsabwurf machen, hilft ja alles nichts. Kräuter suchen wäre hilfreich, ne? Ja, aber. Aber, da, ja, es gibt. Das Ding ist das Essensversteck, vielleicht. Vielleicht sind Kräuter dabei. Ist ja auch irgendwie Essen, ne? Gut, dann muss ich Olivier vielleicht auch nicht in den Roten Wald zum Erforschen schicken. Ja, machen wir so. Starten wir die Mission. Weil davon abgesehen, wenn wir wirklich Tarakan kriegen, haben wir ja noch ein Maul zu stopfen. Dann ist es ja, vielleicht stimmt. Gar nicht schlecht, wenn wir ein bisschen essen. Du verbrauchst in Zone wie ein Призрак. Und wie viele Leute wissen jetzt über dich und deine Mission? Mir ist das nicht auf der Seite, Igor, das ist gefährlich. Сашко – настоящий сорвиголова. Aber у него, как и у всех здесь, могут быть свои цели. Будь осторожней, Игорь. Ach. Wieso glaubt ihr keiner? Pass mal auf uns auf. Ich weiß es nicht. Ist Sashko Tarakan? Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Nee, Sashko war, glaube ich, derjenige, der uns zu Tarakan geschickt hat, der bei dem, als wir Duga hochgejagt haben. Gut, dass du dir sowas. Ich komme mir den Namen hier durcheinander, zumal im Russischen neigen die Leute dazu ja auch so Spitznamen. So, Tatjana heißt ja auch nicht immer Tatjana, sondern was war ihr Kosename? Tanja zum Beispiel. Tatschki. Tschatschki Schmatschki, genau. So, Benny. Tarakan schön und gut, aber wir brauchen Kräuter. Also. Ja, ist okay. Da war was. Habe ich gut übersehen. Ah, das erste Kraut schon fast verwelkt hier. Oh, auch noch welcher, Mann. Kraut im Becher. Solche Chemikalien brauchen wir halt nicht. Können wir auch Rohstoffe in die Verwertungsmaschine geben? Und, ah gut, was soll dabei rauskommen, ne? Ist die Frage. Eigentlich nicht, aber ich glaube nicht, dass du Chemikalien in den Verwerter geben kannst und am Ende kommen Kräuter raus. Die große Frage ist, probier mal bitte kurz, geh mal ins Inventar bitte und probier mal, ob du Sachen wegwerfen kannst. Entfernen. Ah, okay, ja, doch, du kannst... Entfernen. Gut, okay, das wollte ich nur wissen, weil wenn du dann immer Zeug sammelst und die Schränke irgendwann wirklich bis zum Bersten voll sind, dann hat man ja ab einem gewissen Punkt tatsächlich das Problem, dass sein Inventar voll ist mit Zeug, was man da eigentlich nicht braucht. Das wäre ja ärgerlich, wenn man es dann nicht entsorgen könnte. Das aber so weit stimmt, sind wir natürlich. Ja, man kann halt einfach mehr Schränke bauen, weil man hat ja genügend Zeug, um Schränke zu bauen. In diesem hypothetischen Szenario haben wir jeden Fleck in unserer Basis mit Schränken aufgefüllt. Also in 12 Folgen ungefähr.
Das glaube ich nicht, dass das passieren kann. Benny ist Loot-Optimist hier, er merkt das schon. Mit dem hypothetischen Fall beschäftige ich mich, wenn es soweit ist, okay? Ja, okay. Das ist immer gut, hypothetische Fälle erst dann ernst zu nehmen, wenn sie soweit sind. Ja, manche Leute kommen so durch eine Pandemie. Mehr oder weniger. Eher weniger als mehr. Aber wer bin ich darüber zu urteilen? Ja, ist richtig. Ist ja auch keine Pandemie, ist ja nur eine strahlenverseuchte Gegend. Das ist ja ein ganz anderes Szenario, das kann man nicht vergleichen. Eben. Das eine ist gefährlich und das andere ist, okay, auch gefährlich. Loot! Komm ich hier drüben hin? Ich glaube, von außen kommst du da rein. Der Sound ist jedenfalls sehr schön bedrohlich gerade. Ja, ne? Hat was angenehm Tödliches. Weiter. Du hättest natürlich die Treppe nehmen können, aber das war der coole Weg, um hier rauszukommen. Was? Treppe Schmeppe, sagte Kevin. Kannst du auf jeden Fall die Taschenlampe ausmachen, damit du ein bisschen Akku sparst. Mensch, jede Kilowattstunde zählt, Benny. Jede! Glaube ich nicht. Loot? Eine Rauchgranate dort noch? Das ist doch keine Rauchgranate. Ja, das, was da nochmal leuchtet, oder raucht. Ach so. Für mich hier noch wie ein sehr. Ja, stimmt. Da, das Frage. Ich, ja, ja. Ich glaube, das ist auch einfach nur ein visueller Effekt. Vermutlich. So, mal gucken, wie viel wir hier verbrauchen jetzt. Ah, ich find's gut, dass man hier so viel sieht. Ja, oder? Loot! Ist gerade bei einem Haus, das total verworren ist, richtig gut, wenn man nicht weiß, wo man hinlaufen muss. Na, das ist ja erst der Anfang, also verworren wird's ja erst auf der anderen Seite drüben. Ich glaube, du kannst den Filter abnehmen. Hier ist nicht drin, ja. Was wollte ich denn sagen? Möchtest du vielleicht nochmal so ein Ding bauen, was den Black Stalker eine Weile abhält? Jetzt, wo er noch nicht da ist? Ich meine, wir haben ja mehr als genug Stuff zum Verbraten, also. Rohstoffe, meine ich. Das wurde mir gerade nicht eingefallen, ne? Ich habe echt gerade mit mir gerungen. Aber fehlen uns Kräuter, ne? Ganz schön dramatisch, das Spiel. Du kannst es nicht bauen, wenn dein Leben in Gefahr ist. Nee, uns fehlen Pilze. Pilze? Ah. Ist mal was Neues. Guck mal, da ist was. Ja. Ich bin mir sicher, da wirst du noch hingelangen. So, möchtest du vielleicht die Lampe ausmachen, bevor du die Gegner anleuchtest? Nice! Aber du bist nicht unentdeckt. Taktischer Rückzug, würde ich sagen. Am besten durch die Tür. Wo geht's denn hier rein? Hier, okay. Okay. Hält Benny nicht so viel von. Hey, wo ist der denn? Da drüben. Also du hast noch relativ wenig Gesundheit verloren dafür, dass du hier die ganze Zeit beschossen wirst. Finde ich beeindruckend. Ah, oh, Taktik Benny umläuft sie einfach. Hätte ich aber tatsächlich auch gemacht, ehrlich gesagt. Frage ist, wo sind sie denn? Ich würde sagen, die haben dich jetzt outsmartet. Dann würde ich halt erstmal ihre Freunde. Jo. Nice.
Der outsmartet schon mal niemanden mehr. Ah, das weißt du nicht. Ah, okay. Ja, vielleicht im Himmel Jesus outsmarten. Nice. Hätte ich ja nicht gedacht, dass der reicht, der Pfeil. Also die Armbrust ist halt schon richtig gut. Armbrust. Hörptop meinst du? Ich weiß nicht, was eine Armbrust ist. Kann ich hier nicht sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Die Rüstung unser Schild, ist null. Unsere Rüstung blinkt schon wieder. Ich bin echt... Dabei haben wir doch noch einen Rüstungswert da unten. Also oder das wird mal erklärt, wie das mit der Rüstung abläuft. Ich wollte gerade sagen, ja, das verwirrt mich immer noch, obwohl es uns Ronny eigentlich schon mal erklärt hat, wie das funktioniert. Verstehe ich es immer noch nicht. Weil wir halt einfach nicht gut sind. Ja, also wir können ich habe es ja auch vergessen. Wir können zwar ballern und alles umlegen, aber wir verstehen das mit der Rüstung halt überhaupt nicht. Wir sind so der klassische amerikanische Redneck. Hier ging's hoch. So ein richtiger Nebraska Hillbilly sind wir. Hier ist nichts drin. Warum darf ich denn dann überhaupt rein? Warum existiert das Haus, wenn da kein Loot ist? Wieso wird diese Ruine nicht abgeschlossen, wenn es leer ist? Das Haus ist komplett ohne jeden Purpose. Nee, ich gehe jetzt raus. Ja, ihr seht schon, also wenn Benny nicht regelmäßig Loot vorgesetzt kriegt, dann wird er ganz, ganz schnell richtig zickig. Ja, warum soll ich es dann spielen? Ich bin hier für den Loot, nicht für den Spaß. Das merkt man auch immer bei Benny, ne? Es gibt ja einmal im Monat nur Gehalt und immer wenn es schon lange her ist und Benny lang kein Gehaltsloot mehr bekommen hat, dann wird er zickig. Oh, Mensch, holy shit! Oh, das hat mich jetzt aber abgefuckt. Aber nicht schon, ne? Wickscope. Okay, das war vielleicht unnötig. Ich hätte es aber auch probiert, einfach um... Okay, na, wenn man sie so offensichtlich vorher sieht, sind die ziemlich easy. Mhm. Oh, bitte! Reicht's denn schon? Nice. So, besser kann man denn nicht platzieren. An einer wahrhaftig unauffälligen Stelle gebaut. Ja, finde ich auch. Wir wissen immer noch nicht, ob sich die Effekte addieren, oder? Oder ob das jetzt nur für dieses eine Level gilt. Ich glaube, für den nächsten Level stand da. Ach so. Aber nicht in dem jedenfalls. Ach so. Ach Mensch. Dann profitiere ich ja wahrscheinlich erst davon. Hier ist er. Alter, was hast du für Augen? Ist ja unnormal. Ich hab's gehört. Ach so. Alter, was hast du für Ohren? Ist ja unnormal. Ja, oder? Echt schöne Lauscherbuben. Aber was ist denn das hier für eine Strahlung? Wo kommt denn die her? Das hat jetzt schon fast wieder was Humoristisches. Was eigentlich nicht Ziel und Sinn und Zweck von einem Horror- oder Gruselspiel sein sollte. Da muss man sich, glaube ich, als Entwickler nochmal hinsetzen, wenn die Leute über die Gegner anfangen zu lächeln. Das alles stimmt, lang jetzt ja. Negativer, als es sein sollte. Ich finde, das Spiel ist... ich schätze das Spiel immer noch sehr, muss ich zugeben. Es hat so ein paar... Ja. Eine Ratte mit einem Herbdorp, wer kennt's nicht? Oh, wir können dann fähigkeitsmäßig so auf die Kacke hauen, das ist der Wahnsinn. Ja, das hat nicht gereicht. Da musst du tatsächlich, wenn du den, glaube ich, von vorn attackierst, musst du ins Visier reintreffen, damit das funktioniert. Aber unterm Strich hat Benny seinen Nebraska Hillbilly hier wieder mal richtig freien Lauf gelassen. Och, die laufen in der Strahlung. Was ist denn los mit den Leuten? Wie soll ich denn die da ungefährlich looten? Total übertrieben sowas. Ja, das sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, aber das haben wir jetzt schon rausgefunden, dass die NAR nicht unbedingt dafür bekannt ist,
die Intelligenz ein bisschen hier anzuheuern. Ja, das ist total verständlich. Was ist schon so ein bisschen Strahlung, die einem in die Zellen im Körper zersetzt, wenn man dafür einen Kanister Benzin kriegt? Brennbare Teile. Oh, da ist nochmal Loot. Ja, aber dann sollte ich vielleicht doch mal langsam rausgehen, ne? Ich sehe gerade deine Werte gar nicht, aber so schlimm scheint es. Ich gehe da halt nochmal rein. Ich muss ja wieder zurück. Ja, man hätte auch außenrum gehen können, aber ja, einfach straight durch, that's the way. Aha, I like it. Nö, es geht aber, du hast nur 4 Strahlungspunkte. Also du könntest natürlich mal eine Strahlungssalbe nehmen, weil die heilt ja 3, schadet nicht. Aber dafür, dass du jetzt gerade gefühlt eine halbe Stunde am Reaktorkern gechillt hast, geht's dir ganz gut. Komm ich hier hoch? Wieso, was ist denn da oben? Die Quest. Ach so. Ah, hier. Ah. Ja. Parkour. Hä? What now? Hä? Oh. Das war echt Slapstick vom Feinsten. Oh, schön. Also wir haben jeweils 10 Minuten, um zum dritten Geschoss des Pripyat-Hospitals zu kommen. Er beobachtet uns, also dürfen wir nicht cheaten. Wie soll er doch cheaten? Was meint er, wie wir cheaten? Dass wir da hochspringen oder was? Aber da hast du doch deinen Purpose für das Haus, Mensch. Ja. Und gut zu wissen, ich wusste bis jetzt auch nicht, dass es das Krankenhaus ist. Das war mir neu, diese Information, aber gut zu wissen. Und interessant ist auch, oder interessant nicht, aber hilfreich ist jetzt natürlich, dass du die Gegner hier schon ausgeschaltet hast. Und dass ich weiß, wo ich langlaufen muss. Also ich soll es unter 10 Minuten schaffen. Ja, ich glaube, das kriegst du hin. Timer steht zwar schon bei 9,5, aber alles gut. Gut, dass jetzt der Blackstalker halt nochmal kommt, ist ein bisschen unlucky, aber... Wieso, der kommt doch noch nicht, oder? 4:30, hier steht gerade... Tatjana hat gerade gesagt, er ist hier und Blackstalker? Was? Ach. Das habe ich halt literally überhaupt nicht mitbekommen, honestly. Aber der... Blackstalker schien gerade selbst ein bisschen überfordert mit dem Häuserkampf zu sein. Ja, irgendwie schon. Hatte ich den Eindruck. Weil sonst despawnt er ja nach kurzer Zeit und versucht sich mit einem Positionswechsel einen Vorteil zu verschaffen, aber diesmal nicht. So, aber jetzt würde ich dir tatsächlich nahelegen, mal eine Heilsalbe oder beziehungsweise vorher Strahlungsbums und dann eine Heilsalbe zu nehmen. Aber du musst natürlich nicht. Es muss auch ohne gehen. Okay, cool. Ich meine, wir sind in dem Spiel bis jetzt auch noch nicht oft gestorben, ne? Ich glaube, ein einziges Mal sind wir bis jetzt gestorben und das zweite Mal wurden wir nur gefangen genommen. Und das war ja am Ende des Tages sogar noch gut, dass wir da gefangen genommen wurden. Hast du noch eine Ahnung, in welchem Stockwerk du... Holy shit. Впечатляет! Теперь перейдем к настоящей проверке. В каком плане проверки? Думаешь, я тебе доверяю? С чего бы? Просто потому, что ты пришел? Убеди меня, что я принимаю правильное решение. Я хочу своими глазами увидеть, что ты не отступишь в нужный момент. Просишь меня исполнить паркурный трюк? Это ты называешь проверкой? Да похрен, как называть! Это перестраховка, а теперь вперед! Ich hoffe nicht, dass wir den bekommen. So, was müssen wir jetzt machen? Ich schätze mal, du musst dich irgendwie abseilen, oder? Ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt machen müssen. Huh?
kann, der ist echt hart. Ah, na klar. Ach so. Geh weg! Holy shit. Видишь? А я не сомневался в тебе, друг. Отлично! Ну для чего это было нужно? Да для того, чтобы я мог тебе доверять, Игорь. Для чего же еще? Ach, wirklich? Ich weiß ja nicht, aber das ist irgendwie eine komische... Also ich würde von ihm alles lernen und ihn dann rauswerfen. Ist okay für mich. Надеюсь, все это было не зря. Теперь присоединишься к моей команде? Ich dachte, wir bekommen Gandalf. Ich hab mich jetzt auch ein bisschen auf Gandalf gefreut. So. Gehst du jetzt zurück oder mach... Achso, nee, er macht... Du machst das Portal für ihn auch. Ich dachte schon. Okay. Der ist echt weird. Vor allem, was will er denn noch für einen Vertrauensbeweis? Ich meine, wir haben für ihn literally Duga gesprengt. Verstehe ich jetzt nicht, was er da noch von uns haben will. Ups. Endlich machst du mal, was ja, ich dir sage. Ich habe zwar nicht das gemeint, aber trotzdem. Ich habe trotzdem Beruhigungssalz genommen. Das war doch das, was du meintest, ne? Bist du dir sicher, dass du hier nicht noch ein bisschen nach Kräutern gucken willst? Ich würde gerne in der Folge noch gucken, was der hier für... Ach so. Ja, okay. Stuff okay, hat. Okay. That's fine, that's fine. Also, den bekommen wir ja zumindest ein paar Kräuter durch unseren Kräutergarten. Stimmt. Die sollten wir auch tunlichst reinvestieren. Weil sonst haben wir mittelfristig, glaube ich, auch ein Problem mit unserer Heilsalbe. То, что ты попросил меня сделать, это безумие какое-то. Ты в курсе? Oh Gott. Более безумное безумие, чем собраться в зону отчуждения и играть в догонялки с военными и наемниками? Ладно, подловил. Вот я и говорю. Мы можем помочь друг другу. Но имею в виду, это просто временное партнерство. Мы не друзья. Ясное дело, партнер. С нетерпением жду начала сотрудничества. Ich will nicht mit ihm reden. Kannst du dann noch? Ладно. Поговорим позже. Du hast noch eine Folge, ne? Ja. Ich meine ja nur, du kannst ihm jetzt natürlich auch diese und nächste Folge komplett anschweigen. Es ist in Ordnung. Oh, okay. Gut, geben wir erstmal jedem zu essen. Und jetzt gucken wir uns mal die Perks an, die er uns gibt. Wo stehst denn du? Da bin ich tatsächlich äußerst gespannt. Also ich schätze mal, es hat damit zu tun, dass also mindestens ein Skill wird sein, wir verlieren weniger Leben beim Runterfallen. Das wäre aber auch echt mega hilfreich für uns. Sag ich, wie es ist. Ja. Nicht nur für dich. Sashko! Sashko! Jürgen! Boah, ich sage dir. Ich sage dir, der hat sich unser Schlafzimmer gekrallt. Dann warm sich. Da hole ich eine Safe raus. Also, wenn du in unserem Schlafzimmer ist, ist er weg. Ne, da ist er doch, links. Hä? Nee, umdrehen. Okay, nochmal 180 Grad. Ja, ist er das nicht? Das ist Olivier. Das ist Olivier. Naja, wer war denn das dann oben? Olga. Hier. Und war nicht. Gott sei Dank. Nein. Warte mal, wo habe ich denn vorhin einen gesehen? Wo ich dachte, es wäre Olivier, aber wenn der da unten ist. Soll ich nochmal hochgehen? Nee, nicht da hoch. Ich bin ja jetzt hochgegangen. Okay, geh da hoch. Hilft mir nicht. Ich gehe wieder runter. Was? Umdrehen? 180? 90? Ah, okay. Nee, ist eine Matratze. Ich dachte, der liegt auf dem Bett. Ich hätte es schwören können. Ah, dann kann Olga jetzt ja das Upgrade zum richtigen Bett bekommen, oder? Und Sashko kann ja auf dem Stimmt. Das ist jetzt Sashkos Platz. So hat auf dem Lumpenplatz schlafen. Weil ich finde tatsächlich aktuell, und das hätte ich nicht gedacht vor einigen Folgen, aktuell ist Olga in unserer Gunst absolut Platz 1.
Das stimmt, ja. Die hat sich gemausert. Ich bin sehr froh, dass ich es abwenden konnte, dir die rauszuschmeißen. So, der steht bestimmt hier irgendwo versteckt hinter den Maschinen oder so. Wäre nicht das erste Mal, dass sie sich irgendwo hier verkriechen. Aber jetzt mal im Ernst, wo ist denn... Ach, da! Oh. Damn! Ты слышал, Настя, на острове каннибалов в Сибири? Может, и слышал, но... Но в школе про это не рассказывают, верно? Не самый славный эпизод советской истории. Я бы тоже ничего не знал, если бы не услышал об этом от безумного бродяги-таракана, когда мы были на другом задании. Мне не особо интересно было, но его ж не заткнуть. So так что я согласился послушать, если он не будет затягивать. Ну и он рассказал мне об этих бедолагах, как их согнали и отправили на остров Назино в Сибири. 5000 их было. Все думали, что их везут в ГУЛАГ, но на самом деле там ничего не было. Просто голая земля. Они должны были сами построить себе тюрьму. Ужас. И когда это было? А черт ее знает. Таракан сказал в 30-е. Им ничего не давали, ни инструментов, ни тем более техники. Только 200 граммов муки на человека в день. И они ели сырую муку, потому что не знали, как развести огонь. Туда привезли в основном горожан. Они никогда не жили в диких условиях, ничего не умели. А за что их туда отправили? А за то, что у них при себе не оказалось документов во время ареста. Только и всего. Тайной полиции нужно было выполнять план. Разумеется, среди них были и преступники, готовые на все ради выживания. Они знали единственный закон выживания. Либо ты, либо тебя. А еды было всего ничего. Таракан упоминал о девушке, привязанной к дереву. Этот случай упомянут в официальных документах. Ее убили и съели обезумевшие от голода заключенные. В общем, старик Таракан был очень расстроен этой историей. Но вот шокировала ли она меня? Нет. Я, может, и не такой ученый, как ты, профессор, но в человеческой натуре я кое-что понимаю. Неважно, кто ты и откуда. В конечном счете важно лишь то, кто сможет найти себе жертву, а кто подохнет. Да уж. Очень жизнеутверждающе. Поражен твоим оптимизмом, Сашко. Krasse Story. Okay. Ist auch wahr. 1933. Echt? Hast du es jetzt gegoogelt oder wusstest du es? Ich habe jetzt gerade mal nebenbei Nazino gesucht. Ah, okay. Faszinierend. Die Tragödie von Nazino, eine repressive Maßnahme des Stalinismus, die den Tod tausender Menschen verursachte. Gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu? Okay. Faszinierend und irgendwie auch gleichzeitig ziemlich schockierend. Und ich finde, wie Sashko damit umgeht, mag pragmatisch sein, aber nicht sehr einfach sein. Ich dich jetzt gerade nicht unterbrechen. Ist okay. Aber Sashko ist ein waschechter Ukrainer, wenn du das mal genau siehst. Er hat das Wappen auf seinem T-Shirt. Привет, Сашко. Ты же парень опытный. Может, ты меня чему-нибудь научишь? Ну, там... Как жить на улице? Хорошо. Я тебе расскажу. Кое-что могу и показать, но без практики толку не будет. Okay, wir laufen deutlich schneller. Das ist schon mal gut. Mehr Gesundheit. Mehr Schuldflintenschaden. Also, ich glaube, beides können wir nehmen. Finde ich alles sinnvoll. Also, alles drei finde ich sehr sinnvoll. Wir haben 7 Fähigkeitspunkte, wir könnten sogar alles machen. Отлично. Я готов учиться. War das eine andere Stimme gerade? Ich glaube auch, das war noch ein anderes Soundsample. Привет, партнер! Добро пожаловать в лабиринт! Понимаю, старому псу тяжело учиться новым трюкам. Но я думаю, что ты вывезешь. Может, однажды это спасет тебе жизнь. Не благодари! Не заставляй меня жалеть, что я это все соорудил. Та еще морока. В общем, я хочу испытать этот полигон на тебе. Твоя задача – войти в лабиринт и найти из него выход как можно быстрее. Только сначала нужно размяться. Повторяй за мной и постарайся не отставать. Готов? Начали!
Du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass du diesen kompletten Parcours aus Wellblech etc. einfach mal so casually nebenbei jetzt aufgebaut hast? Das glaube ich dir nicht. Mit der eigentlichen Aufgabe, die du hast? Eben. Приземляйся аккуратно, согни колени. Я прямо впечатлен, Игорь. Ты бы отлично вписался в нашу банду в Москве. Думаю, Юра Кирпич тебя бы одобрил. В любом случае, в твоем возрасте упражнения не помешают. Омолаживающий эффект, все такое. Ты уже будто лет 10 сбросил. Я хвалить 5 не метров привык, laufen, так 10 что цени. Ты хорошо показался на тренировке. Молодец. Ja, nice. Neue Fähigkeit erlernt. Und soll ich dir mal was sagen, Benny? Wir erlernen jetzt zusätzlich noch die Fähigkeit, die Folge zu beenden. Oh denn während Gott. Ich mich hier in meine 12-minütige Abmoderation stürze, gebe ich Benny die Möglichkeit, nochmal schnell durchs Gemüsebeet zu häckseln, ein paar Pilze und Kräuter zu sammeln, noch ein paar weitere Kräutergärten anzulegen. Aber wir werden... Toll. Also wir haben basically durchs Ernten jetzt unseren Fähigkeitspunkt wieder reingeholt, den wir gerade eben bei Sashko ausgegeben haben. Ist aber gar nicht schlecht, denn Sashko hat eigentlich sehr viele nützliche Fähigkeiten, die wir alle in gewisser Weise gebrauchen können. Das heißt, wir werden auf jeden Fall von Sashko noch einiges lernen können, auch wenn uns der Kerl gerade irgendwie nicht ganz sympathisch ist. So muss man doch sagen, ist er zumindest nützlich. Und ja, das war jetzt ein bisschen unterwältigend, aber unterm Strich... Zwei Kästen Kräuter, die wir jetzt mehr haben für das nächste Mal. Genau, versuch mal noch die Kürbisse umzusetzen. Das triggert mich ja schon ein kleines bisschen, dass die hier rumschweben. Und von unserer Seite soll es das aber für diese Folge gewesen sein. Wir haben doch einiges erlebt. Wir haben einen neuen Gefährten für unser Team angeheuert. Es ist schon eine Weile her, dass wir das geschafft haben. Die letzte war Olga und unser Team ist jetzt aber auch genauso groß wie einst mit Olga. Denn wir haben ja zwischenzeitlich Mikael rausgeworfen. Und ich sehe schon, Benny ist hier wieder, der geht wieder voll in seinem Element auf hier. In seinem Bauelement. Genau, aber wir verabschieden uns aus dieser Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Schaltet gerne auch nächstes Mal wieder ein zu Chernobylite. Folge Nummer 36 wird es sein. Benny darf noch eine Folge spielen. Und danach bin ich wieder für 3 Folgen dran. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Denn jetzt, wo wir ein bisschen auch der Hauptquest folgen, fügt sich das Puzzle zusammen. Ich finde das schon tatsächlich äußerst spektakulär. Spektakulär. Gut, Mensch, lasst uns ein Däumchen da. Ihr kennt das Spiel, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.